ليش دقك بم سمر لك نسيت هاي تقلق لي خلاص ja schon länger nicht gespielt. Mal schauen, was wir da. Alles kann ich machen. Nein. Herzlichen Glückwunsch zum Erhalt der Note 6. Wir haben dir der Sammlung der Bibliothek ein paar neue Bücher hinzugefügt. Ja. Ich habe diesen coolen Stein im Wald. Ja, gucken wir mal. Wir haben noch nichts ausgebaut.
könnte auf die Idee fallen. Meine Güte, die Strandreinigung war ein kleines Wiedersehentreffen. Ich bin zufällig so vielen Leuten begegnet, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Das Beste an der gestrigen Reinigungsaktion war das Teamwork. Es ist schon großartig, wie viel man erreichen kann, wenn alle zusammen in einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Besorgung. Wo ist das an für mich? Du schon offen? Die Strandreinigung war echt nett. Der Klang der Wellen war irgendwie beruhigend, während wir den Müll gesammelt haben. Vielleicht arbeite ich einfach morgen, wenn es regnet, werde ich immer müde. Ich weiß nicht, vielleicht zocke ich einfach eine Runde. Ich habe noch jede Menge Spiele auf meinem Hauptkonto, die ich noch nie ausprobiert habe. Die Grins muss ich einen vielen Dank anbieten. Scheißern. Ich schlage vor, du wartest ab, bis der Sturm vorbei ist. Wenn du jetzt irgendwann irgendwas anpflanzt, geht deine Farm womöglich in die Binsen. Jo, das ist großartig. Danke. Die Reinigung also war total therapeutisch für mich. Ich habe ein richtig friedliches Gefühl verspürt. Danke, meine Liebe, du bist sehr freundlich. Geschlossen. Luca, ich muss gestehen, ich war nicht begeistert darüber, an einem Wochenende früh aufzustehen für die Aufräumaktion. Ich bin auch immer noch kräftig. Ich habe gelesen, das hat etwas mit dem Tiefschlaf zu tun. Schauen, wie ist da. Ich muss schon sagen, es war eine nette Geste bei der Stadt Strandreinigung frische Kokosnüsse bereitzustellen. Ich sollte zu Sams Laden gehen und ein paar Sachen holen. Heute Morgen war der Kühlschrank im Grunde leer. Oh, heute ist mein Geburtstag. Danke für das tolle Geschenk. Wow, hast du einen schönen Wettbewerb gestern gesehen? Ein paar Teilnehmer sind da förmlich durchs Wasser geflogen. Absolute
Legenden. Fühlt sich an, als Erstörung. Ich hoffe, das war nicht zu viel Mühe. Es heute regnet, wenn wir wahrscheinlich kaufen gehen. Ja. Halt, still, beweg dich nicht. Zu viel, Onkel. Gib mir eine Minute, es ist fast fertig. Okay, danke. Tada! Komm, sieh es dir an. Was meinst du? Hey, meine Nase sieht groß aus. Aber wow, das Gemälde ist wunderbar. Lass es uns irgendwo aufhängen. Nachdem wir etwas gegessen haben, okay? Du musst etwas essen. Sollen wir zur Strandhütte gehen? Nein, nein, Onkel, ich will nicht. Ich will Kuchen von Frank. Können wir bitte in die Taverne gehen? Mama lässt mich im Dunkeln nie dorthin gehen. Komm schon, Onkel Raphael. Gehen wir, bevor Mama uns erwischt. Oh, was hat Zuki gesagt? Nein. Wenn das so ist, muss ich erst Zuki fragen. Zuki was fragen? Was geht hier vor? Nein. Onkel, du bist zu langsam. Langsam? Was langsam? Einer von euch macht dann lieber mal den Mund auf. Ich wollte mit Valentina ins Fischnips Kuchen essen, aber nur wenn das okay für dich ist. Ist das okay für dich? Wenn nicht, können wir uns einfach auch in die Strandhütte etwas holen. Oh, ich verstehe. Ja, das ist schon in Ordnung. Bleib nur nicht zu lange. Nachts wird es dort zu laut. Okay, danke. Juhu. Danke, Mama. Bist du Onkel? Ich habe dir doch gesagt, dass es eben nichts ausmacht. Das ist genau das, was du mir vorhin gesagt hast. Oh, Onkel Rappe, du bist so ulkig. Alice, hast du nicht auf meine Ratschläge gehört? Über den Umgang mit den Gästen. Erinnerst du dich an die Frau letzte Woche, die an Ort und Stelle fast eingeschlafen wäre, während du die Anmeldung ausgefüllt hast? Sie war wahrscheinlich müde von der Reise. Du solltest trotzdem entgegenkommender sein. Apropos, ich habe da etwas für dich. Lass mich raten, ein Rhetorikseminar? Nein, obwohl das gar keine schlechte Idee wäre. Es liegt an deiner neuen Dienstbekleidung. Ich hab dir doch gesagt, dass du damit langweilig aussiehst. Einige Gäste erkennen gar nicht, dass du Mitarbeiter bist. Zuki, ich kann das nicht tragen. Warum denn nicht? Sieh dir das doch mal an. Das ist so schrill. Das ist genau der Punkt.
Lass mich ausreden. Die Gäste müssen dich ausmachen können, wenn sie Hilfe brauchen. Aber... Keine Sorge, ich mache mir auch eine Dienstkleidung. Ich habe mir auch eine Dienstkleidung besorgt. Damit wir beide wie Mitarbeiter aussehen. Seufz. Haben uns für ein paar Online-Kurse für Hotelmanagement angemeldet. Etwas Training würde uns beiden nicht schaden. Die finden in 2 Tagen statt. Ich habe da mal eine Frage. Wenn wir schon über Management reden, ich habe gestern die Reinigungsflüssigkeiten von Clean bestellt. Die sollten innerhalb einer Woche ankommen. Das ist doch in Ordnung für dich, oder? Sicher, ja. Wenn wir schon dabei sind, ich habe mit Joko darüber gesprochen, ein paar neue Tische für das Esszimmer zu bestellen. Dieser Raum müsste dringend mal aufgepeppt werden. Moment mal, was? Donnerwetter. Zuck, das zieht bestimmt nicht an. Du kannst machen, was du willst. Ich mag meine Klamotten so, wie sie sind, schlicht. Und wegen der Kurse, die mache ich auch nicht. Was den Tisch angeht, das ist eine gute Idee. Danke, dass du das gemacht hast. Okay, aber die sind wirklich schön. Gut, berastet der Roster. Ratsch, bist du gerade? Es ist so cool, dass wir Zeug haben. Ich freue mich schon erst aufs nächste Jahr. Es war lustig zu sehen, wie alle ins Wasser gerannt sind. Gestern waren so viele Leute dort und jetzt ist der Strand einfach makellos sauber. Ich bin müde, ich möchte ein Nickerchen machen. Oh sorry, I'm afraid of thunder. I mean, I live on a farm and you make your own. I like to be outside with the bugs. Gewöhnt sich dein neues Haustier an das Farmleben? Bestimmt ist es glücklich, so viel Platz zu haben. Hier ist es warm und gemütlich. Eines Tages möchte ich ein großes Haus mit einer großen Küche haben und dort mein Gemüse zu schneiden. Verstehst du? Oh, wow. Eine mit großen Fenstern und ein paar schicken Gemälden. Ein Märchen darf doch treiben. Ich
Xerdos, Herbst. Savanne frei, da haben wir gar nichts. Herbst, das Buch nach da. Der Kürbis und Reis. Der Kürbis und Reis. Sind wir denn? Es wird Zeit, 2 Uhr. Grüne Muschel. Hm.
Scheiße. Niedrige Ausdauer. Ja, Sparmosa. Nur. Die wir dann haben wir da den letzten.
dann gehen wir da weiter. Zieht euch! Von Qualität. Okay, noch 30 Sekunden. Dem Tauchen aufhören.
Switch spielen. Pause. Sonnenfragment. Bitte das konzentrierst du nicht. Die unabhängig voneinander schwach. Es sind Glückschnur zum Dennoch, der 4. Wir haben. Ja, das erste war für die Folge. Wir haben hier Stadtrang D erreicht. Neue Samen, neue Deko, neue Klamotten, neue Bücher, Labor freigeschaltet, Ziege freigeschaltet. 400.